Hurra! Ich hänge mich einfach mal bei dir hinten dran. Kann ich allerdings überhaupt nicht hören, leider. Jetzt besser? Jawohl, geil! Sowas kenne ich ja noch gar nicht, das habe ich noch nie gemacht. Yay! Yeah. Ist ja unglaublich. Ja, wird man total zum Laberhannes. Kann man total toll fürs Funksprechzeugnis üben. Das habe ich damals alles noch alleine gemacht. Habe ich mich irgendwie mit dem Flugsimulator hingesetzt und die ganzen Beispiele für Sonderfälle mit Sonder-VFA und bla 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 alle alleine durchgesprochen. Oh, glaub mir, es kommt ganz schnell der Punkt, wo man nur noch Scheiße labert hier. Es geht schneller als man denkt. Naja. Ich habe hier zwei Kontakte auf meiner 11 Uhr. Drei. Zwei stürzen einem hinterher. Also ich sehe drei Punkte, ja. Ich mache noch ein bisschen Höhe und schaue mir die mal an. Positiv. Da ist noch einer höher. Mache. Auf 3000 ungefähr. Ich kann halt in den Wolken nichts sehen mit meinen Grafikeinstellungen. Ich behalte ihn einfach mal im Blick. Ich glaube, das ist möglicherweise ja. Oder so. Ja, dann lass uns erst den höheren nehmen. Ich bin halt ein bisschen langsamer, weil ich noch Stock bin. Okay, also falls irgendwas da oben passiert, stürze ich einfach runter und dir entgegen sozusagen. Ach, sehe dich ja, okay. Also ich sehe da jetzt so einen Punkt neben dieser einzelnen Wolke. Ja, genau, den meine ich. Die anderen sind jetzt, glaube ich, weiter Richtung Deck gestürzt. Weil die Flak schießt auch auf. Ja. Das ist ja immer ein gutes Zeichen. Aber der sieht ein bisschen lang aus. Ja, lass es. Ich glaube, es ist ein Bomber. Das ist doch gut. Bomber abschießen ist doch klasse. Ja. Na, ich habe ein bisschen Angst vor Bombern grundsätzlich und vor denen hier besonders. Ja, die. Ich bin eben eine Spit geflogen und war auf der direkten 6 von einem Bomber und der hat mich einmal getroffen, frontal. Und hat mir ein mannsgroßes Loch in den Flügel geschossen. Macht Sinn. Ja, oft haben die auch immer gleich einen Pilot-Kill oder so, aber sie sind also 90% der Gefährlichkeit ist wirklich das hintere Viertel so. Also wenn man das so ein Viertel einteilt, einfach nicht dahinter kleben. Also die meisten haben halt nichts drauf und können eben nicht richtig irgendwie zur Seite schießen. Ja, stimmt schon, das ist ein bisschen arg, du Stern, die B25. Da kommt jetzt noch einer rein. Etwas tiefer als wir jetzt. Da sind jetzt drei Kontakte an dieser Wolke. Das ist tatsächlich ein Bomber, kommt auf mich zu, darunter sind zwei Jäger. Ich gehe den mal an. Ja, den Bomber. Aber der hat. Den Bomber sehe ich leider. Der hat Flak, ich glaube, das ist einer von uns. Ich gucke einfach mal, was passiert jetzt.
Okay. Es ist jeder aber noch mehr, also da sind noch mindestens zwei, drei andere. Ja, ist eine Welly. Ich gehe jetzt mal den Jäger an, der sich da dran gehängt hatte. Vielleicht ist das ein Russe oder so. Ein Deutscher. Russen sind ja bei uns. Ja, ist ein Italiener. Ich stütze drauf. Ein Japaner. Egal. Hat noch nicht mal was gesehen, der Idiot. Achtung, parallel zu dir. Ja, das ja. Ist noch eine Jack. Ja, die klaut mir jetzt den Kill wahrscheinlich. Aber gut. Ich könnte ja auch einfach so Warstander-mäßig Long Range und alles reinballern, ganz egal, wer dazwischen ist. Hab ich gerade gemacht, hab den gehittet. Ja, nice, ich bleib oben, geh hinterher, ich versuche dich zu covern. Ja, danke. Okay. Ganz ehrlich, mir ist es auch mittlerweile völlig egal, wer dazwischen fliegt, selber schuld. Putzig, wir kriegen noch ein bisschen was von hinten rein. Okay. Rennt. Ich hab dich jetzt leider aus der Sicht verloren. Ja, ich bin relativ tief, ich steig wieder hoch. Rennt und explodiert gerade. Nice. Wir haben drei hohe Kontakte sozusagen auf der 180 Grad Richtung. Hast du Contrail? Ja, das Contrail bin ich. Hier ist eine Stuka. Geh ich mal an. Positiv. Schade. Ich ziehe wieder ein bisschen kreisend hoch. Das kommt wieder über unsere Linien, oder? Okay. Gerade den Fluss, da wo wir eben den ersten Japaner getroffen haben. Ja, ich glaube, ich sehe dich. Ich muss halt gerade ein bisschen Motoren kühlen. Wir haben hinter uns einen. Ja, ich glaube, ich sehe, wen du meinst. Bist du unter dem? Ich bin etwas unter dem. Ich habe jetzt drei Kontakte ungefähr bei diesem komischen Flussdelta, wo die drei Ecken sich treffen. Okay, das bist du. Ich bin auf deiner 3, auf deiner 9 Uhr. 8, 7. Etwas oberhalb und habe zwei Kontakte vor mir, die aber aufeinander stürzen. Jetzt fast auf deiner 6. Ich sehe dich. Ja, kriegt Flak, ist auf jeden Fall ein Gegner dabei. Da unten ist Luftkampf. Drehe jetzt nach Rolf. Ja, achte drauf, da sind zwei Kontakte. Ich weiß nicht, ob die nicht befeindet sind. Der eine dreht auf mich ein. Jo, ich drehe auch drauf ein. Da sind mindestens vier. Geh auf den hohen, der gerade über Rolf geht, an der Wolke. Ich weiß nicht, ich glaube, das ist. Könnte fast noch ein Amerikaner sein. Ich bin auch an irgend sowas dran. Ist eine P51.
ist direkt über dir. Das ist die P1. Okay. Da unten am Fluss, genau über der Kreuzung ist gerade was. Passiert gerade diese Dreierkreuzung. Wir haben noch einen auch noch hoch in der Wolke voraus. Das sind zwei, die... Sollen wir runter? Würde ich sagen, oder? Wir alles klar. Ja, lass uns auf die runter. Wir haben ja noch die 51. Eben. Wir sind da im Luftkampf, glaube ich. Ich geh mal einfach mal durchstürzen und draufhalten. Rechts, der gerade hochzieht, dann hat er... Genau. Und gibt dir dann Deckung vor dem. Das ist ein Russe, oder? Ist das eine Stuka? Ah. Hast du getroffen? Ja, ein bisschen hab ich ihn gedamaged. Da war noch ein Jäger unterwegs. Von denen. Jo. Ist aber, glaube ich, auch unten. Stürzt uns einfach rein auf die Stuka, ich versuche dich zu covern. Hier stürzt gerade ein Jäger rein. Achso, die ist... Jo, die Stuka ist tot übrigens. 109G ist hier. Die 51er stürzt ja auch immer... Die wird gerade angegangen von einem Japaner. Hinterher! Immer doch. Flügel ab. Netter Schuss. Ich mach wieder ein bisschen höher. Bin hinter dir. Da unten ist noch ein Japaner. Ich stürze mal drauf. Geh einfach drauf. Ah, ist ein Spit. Sah aus wie ein J2M2. Was zieht da? Brennt hoch gerade? Das ist eine Jack. Da ist irgendwas Deutsches hinter. Okay. Ich glaube, das ist die G. Ich guck mir das mal an. Positiv. Da ist die G. Den Sandanstrich hier kenne ich doch auf 1000 Meter. Ich stürz mal hinterher. Ich bleib oben. Die Scheißdinger rennen ja echt gut. Wenn du genug bis hochzieht, macht's Peng. Treffer gesetzt? Betrugend, oder? Ja, ich habe mir auch ein paar Treffer gesetzt. Die Spit ist auch dran. Nicht genug. Ich habe ihn gerade verloren, geh ruhig drauf, ich muss ein bisschen kühlen. Hat den kompletten rechten Flügel im Arsch.
Sturz hinter dir rein. Trudelt weg. Crit. Ja, Heck ist weg. Geht runter. Ja, dann lass uns das an. Ach, die Spitfielding. Ja, der kleine Penner. Lass mal zurück zur Basis. Ich habe keine Kanonen mehr und auch keine. Kaum. Also, MGs geht noch, aber. Kanonen sind. Ich krieg hier gerade Beschuss. Oh, okay. Kleinen Moment. Ja, ich guck nochmal rüber. Ist das ein Japaner? Komm, amerikanische Erziehungsmaster. Oder ist das die Spit an der 109? Ja, ich hab ihm gerade noch mal ein bisschen den Flügel geballert. Ah, schön. Ich flieg mal zurück zur Basis und Kanonen bin ich ja nicht so nützlich. Ich muss auch aufmunitionieren. Nice, dann hast du ja jetzt schon ein paar Kills, oder nicht? Ja, 10 Stück. Und den Stuka noch, Assist, glaube ich. Ja, genau. Ah, es sind 3 Kills. Schöne Sache. Ja, ich muss sagen, jetzt, wo ich mit der Corsair so länger geflogen bin, komme ich besser zurecht mit den, richtig schweren Energiekämpfern. Ich war halt zu sehr die 109 gewohnt, die dann doch sehr vieles verzeiht, was Energie angeht. Ich mag die Lightning einfach irgendwie gern, also mochte ich schon irgendwie immer. Auch bei anderen Sims. Was ich halt geil finde, sind so Sachen wie die Corsair, wo du wirklich so merkst, wie dich das Gewicht einfach mitzieht, nach oben hin. Du hast zwar eine scheiß Steigrate, aber wenn du gerade 1000 Meter gefallen bist, dann kommst du auf 1000 Meter wieder hoch. Das ist halt richtig gut eigentlich. Das ist total merkwürdig gelöst. Also einige von den schweren Fliegern fühlen sich da echt gut an und andere total merkwürdig. Also die Firefly ist irgendwie ein eigenartiges Ding. Ich glaube, die wurde auch nur so für Events reingepatcht, ganz ehrlich. Was, das ist halt ein Abfangjäger, aber was anderes auch nicht. Das ist so ein bisschen problematisches Ding. Ja, die stinkt halt so ein bisschen ab gegen die anderen im gleichen Battle Rating und so, aber eigentlich finde ich, das ist ein ganz spannendes Flugzeug. Der Riesenvorteil, der Amerikaner in War Thunder, das sind ja die 50 Kels, weil die sind einfach broken. Weil die, ich weiß nicht, was die gemacht haben, aber die normalen 7mm MGs sind alle für den Arsch und alle 50 Kels sind einfach overpowered im Vergleich zu dem, was sie eigentlich machen sollten. Das ist wie eine Kanone eigentlich. Ja, das ist irgendwie so ein bisschen eigenartig alles, aber ich finde, bei War Thunder darf man halt einfach keine Fragen stellen und sich nicht aufregen, sonst, naja, und eben halt kein Geld ausgeben. Naja, nee, das habe ich eh schon für mich aufgegeben zu hinterfragen. Ist einfach nur so halt geil mal, wenn man, ich sehe es immer so, okay, ich spiele die richtigen Sims in Anführungszeichen als Skill-Aufbau und alles andere ist halt so Fun einfach, weil du halt alles fliegen kannst, ganz lustig.
Ja, ich mag einfach die Vielzahl der Flugzeuge. Und das ist also für Casual ist das halt echt ganz nett. Und also einige Flugsachen sind auch echt ganz nett gelöst. Andere halt nicht so, aber. Ja, ist halt wie so ein bisschen das Garry's Mod der Flugsims. Irgendwie beschissen, aber irgendwie. Ja, also für, alles machen. Für das, was es will, ist das Programm eigentlich gar nicht so schlecht. Also, ich meine, es hat ja auch überproportional viele Spieler verglichen mit anderen Flugzeugsachen so. Ja, ich glaube, weil die Kurven, die Einstiegskurven so leicht sind. Arcade kann halt jeder. Realism eigentlich auch, wenn man halt ein bisschen versteht, wie das funktionieren soll. Und wenn man sich dann irgendwann genug Mut angekillt hat, spielt man halt mal Sim und holt sich halt den 3D Pro Joystick und dann nimmt das so seinen Lauf. Ja, das ist halt einfach, also in vielen Sachen ganz schlau gelöst. Also ich glaube auch, dass diese ganzen Grinds, die machen die Leute halt echt so ein bisschen heiß und süchtig. Ich gehe mal kurz landen, ich weiß nicht, ob du schon am Landen bist. Ich sehe das Feld gerade überhaupt nicht. Ich bin ein bisschen blind gerade. Ich auch nicht, ich lande einfach da, wo es nach Map sein soll. Ja, ich bin direkt drüber anscheinend. Ach da, oh, Tatsache. Sag das doch. Okay, was mache ich jetzt mit den 2,5K? Das ist aber auch eine beschissene Farbe für, also ist das nicht irgendwie so ein Schneefeld oder überhaupt scheiße zu sehen? Ich lande jetzt gleich von Ost nach West. Ich weiß nicht, wie nah du bist. So, ich bin im Landeanflug ein bisschen schnell, aber. Okay, ja, dann. Ich muss eh noch ein bisschen Platz runter drehen hier. Ach, lande einfach, man kann durcheinander landen und bei Wars. Ja, mach ich jetzt auch. Ha, sogar eine richtig schöne Landung geworden. Jede Landung, die man überlebt, ist eine schöne Landung. Ja, bei Warsan ist das halt alles so scheißegal, weil dein Flugzeug egal wie repariert wird. Also da muss man sich echt keine Mühe geben. Also wenn ich zum Beispiel irgendwelche Landflugzeuge auf dem Träger lande, dann lasse ich das Fahrwerk immer drin und so, weil das macht die Sache viel, viel einfacher. Ich scheiß da auf den Propeller und alles. Okay, ich bin wieder in Startaufstellung. Soll ich noch kurz auf dich warten? Ja, mach doch mal. Gerade gelandet. Butterweich bei 130 km/h. Ja, ich sehe dich da hinter mir. Genau. Auf die Bremse. Stampfen hier. Oh. Na gut. Okay, hat sich erledigt. Ja, schöne Runde.